Damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier beim Steam Deck Checker. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren neuen Demo. Ja, nach dem Summer Game Fest gab es ja jetzt nun so die ein oder andere Demo, die wir uns hier gemeinsam mal angucken wollen. Spiele natürlich, die mich persönlich natürlich interessieren. Unter anderem auch Luto The Choice ist ein Horrorspiel und das werden wir uns jetzt hier gemeinsam mal anschauen. Dementsprechend, ja, soweit alles eingestellt, läuft nicht so hundertprozentig, muss ich gestehen. Der will nämlich hier immer irgendwie eine Tastatur im Hintergrund aufmachen. Manchmal stürzt er halt auch komplett ab. Das ist ein bisschen schade. Mein Testen vor einem Update lief eigentlich ohne Probleme. Mal gucken. Vielleicht ändert sich das Ganze jetzt ja noch. Hab mich ja gerade bei Life is Pi auch ein bisschen getäuscht. Auf einmal war ja der Fehler weg gewesen. So. Das ist so ein klassischer Walking-Simulator, würde ich sagen. Also mit ein bisschen Rätseln und so weiter und so fort. Wir bewegen uns hier ganz normal vorwärts und zurück. Wie gesagt, wir haben jetzt Balance eingestellt, Grafikeinstellungen. Können natürlich Sachen hier aufheben. Ja, toll. Rotieren. Ja. Hübsch. Gut. Der Affe. Also wir müssen die Demo hier tatsächlich mit Proton Experimental spielen. Ohne ging es leider nicht. Bei meinen ersten Spielen hatte ich eigentlich da, oder war ich der Meinung gewesen, ich musste nichts einstellen. So, Drawing of a Door with Broken Bars. Das nehmen wir mit. Das brauchen wir. Inventory. Telefon. Okay. So, und schon sind wir ganz woanders. Ja, also ihr seht, ne? Also man muss tatsächlich noch ein bisschen was an die Grafik hier noch einstellen. Wir können ja mal Medium Settings gehen. Ich hoffe nicht, dass der mir jetzt hier abstürzt. Das Ganze halt noch ein bisschen flüssig läuft. Man muss dazu sagen, auch es ist eine Demo. Ne? Kann sich natürlich noch einiges ändern im Laufe der Entwicklung. Wie es halt ja immer ist. Jetzt machen wir mal die Taschenlampe. Gib mir die Taschenlampe. Thank you. So. Ich hoffe, dass ihr was seht hier. Ist abgeschlossen. Zoom können wir natürlich. Da können wir das Ganze hier auch lesen. Das ist so ein bisschen das, was wir jetzt gerade hier so durchmachen. The hallway is full of boxes from the move. The wrong should not be in that box. Who is calling? Gerade der Anruf. So, jetzt sind wir irgendwo. So, this is not a normal house. So, und hier müssen natürlich das letzte Bild hin. Hat sich nämlich jetzt was bewegt hier. So, hier ist The Choice. Hier sehen wir zum Beispiel auch eine Zahl 074. Und hier sehen wir zum Beispiel auch ein paar Sachen. Behind the bars is a dark place, easy to get lost. Okay. All because of this unwanted gift. And to be happy. Drei Bilder fehlen uns also. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie das fertige Spiel dann nachher ausschaut. So.
Die Tür ist offen. Ah ja, okay. Das funktioniert schon. Also werden nicht bestimmt, also es werden nicht alle Sachen an erst an bestimmten Stellen getriggert. Das ist schon mal sehr gut. So. Drawing of a Blue Gift. So, Videokassette fehlt uns noch. Die ist zu. Auch hier schön, ne? Wie hoch das Ganze ist. Die Demo ist auch nicht lang, also die kann man wirklich innerhalb von einer Stunde hast du das Ding durchgespielt. Das ist halt wirklich schon sehr kurz. So, wenn man mal guckt, ne? Gucken hier durch den Türspion durch. Aber er triggert gerade nichts. Aber halt nicht. Ich will die Videokassette haben. Okay, das funktioniert leider jetzt gerade nicht. Dazu müssen wir. Dann mal erst irgendwas. Ah, warte mal. Das könnte sein. Vielleicht mit dem Ranzoomen. Ah, ne, das geht auch nicht. Nee, mit dem Zoom. Aber wir können halt nur durch dieses. Ich muss leider die Kassette nicht angucken. Aber. Nee. Gut, okay, dann müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hin. Das macht er jetzt gerade nicht hier. Ich guck gerade, ob man hier nicht auch irgendwie rennen konnte. Ah ja. War noch länger hier. Wie soll man da gar nicht hin? Aber wir nämlich die Schüsse erst deutlich später finden. Deswegen ist der Raum nämlich auch schon so orange. Wenn ihr das erste Mal wahrscheinlich hier seid und die Schüsse noch nicht habt, dann ist der ganz normal. Help, 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 help. I'm lost. Help me. Thank you.
Weißt du, wenn sowas hinter mir her wäre, ich würde rennen. Be careful with this place. It's easy to get into. Wir haben mit Absicht aber die Demo nicht durchspielen, ja, sodass ihr natürlich euch noch ansetzen könnt und selber noch testen könnt, wie das Ganze hier weitergeht. So, haben wir ein weiteres Bild mit Zahlen drauf. So, why I hate you. Und der wurde hier scheinbar hier beobachtet. Stop watching me. Beobachtet. Oh, that's what I remember. Nämlich hier. Jetzt können wir nämlich hier schon die Fotos anmachen. Haben wir noch ein Foto? Genau. Also 074-522. 074-522. 074-522-0-4-5-2-2. I spy with my little eye a little thing with a little. I spy with my little eye a little thing. Ach so, okay. Ich hab's verstanden. Jetzt müssen wir nämlich hier hoch. I spy with a little. I spy hier, I spy. With a little thing. Oh. Your dream is falling. Okay. Nimm mal mit. So, jetzt ist nämlich da drüben nämlich auch das Fenster offen. Eisbein, ne? Und so weiter und so fort. Muss das doch erst getriggert werden. Okay. So. Und damit nehmen wir uns das Videokassette mit. Und wir wissen natürlich, wo wir hin müssen. War das hier? Nee, da war es da auch nicht. Dann war es hier.
Okay. Da ist gesehen soweit. Genau. Ziel ist es natürlich, das Paket zu besorgen, ne, und damit dann irgendwas anzustehen. Das machen wir jetzt aber nicht, weil ich will euch das ja nicht alles hier vorwegnehmen. Ihr seht aber, es läuft ziemlich gut. Ab und zu haben wir mal ganz, ganz kurze Ruckler drin. Ich glaube aber, das ist halt besser, wenn wir wirklich auf Medium-Settings gehen, statt auf High-Performance, also auf High-Settings. Somit habt ihr einfach, also ich fand jetzt gerade, waren die Hänger ein bisschen in längeren Abständen halt mal, ne, beim schnellen Drehen oder irgendwie sowas. Hast du halt gemerkt, dass das Ganze halt doch schon ein bisschen kurz geladen hatte. Ist aber okay, ja. Aber soweit Luto, die Demo, wie gesagt, funktioniert, soweit das Spiel denn draußen ist, bin ich mal gespannt. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken, weil ja, ich fand die Demo eigentlich ganz interessant, spannend, würde ich jetzt nicht sagen. Es sind halt diese typischen klassischen Spiele wie Visage, Madison oder diese ganzen Spiele, wie sie so schon wie Sand am Meer hier schon existieren. Da muss man halt immer so ein bisschen gucken, ja, was macht das Ding jetzt hier so besonders, was jetzt zum Beispiel bei Madison oder was jetzt bei Visage jetzt zum Beispiel jetzt nicht so der Fall ist. Aber naja, soweit, so gut. Luto, die Demo, wie gesagt, könnt ihr euch kostenlos im ja, Steam Store Shop, wollte ich sagen, Steam Shop Store, könnt ihr euch das natürlich runterladen und dann die Demo zu Ende spielen. Ist noch ein bisschen. Ich würde jetzt sagen, noch eine Viertelstunde, die jetzt hier noch so dran hängt. Dementsprechend, ja, wenn ihr natürlich wissen wollt, wie es ausgeht, ladet euch die Demo. Ich verabschiede mich, bedanke mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und sonst, Leute, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis denn.